Da, Bro. Jetzt warte mal, jetzt zu dem lebenden Fels. Hat er nicht irgendwie, das ist irgendwas mit dem Hammer da unten, mit dem heiligen Hammer, wo... Hey, what? Hast du tatsächlich die Prüfung des Feuers gefordert? Ja. Ja, und ich habe vor, sie zu bestehen. Mir geht es gut. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Ich kann dir eine sehr nützliche Spruchrolle geben. Einen Schlafzauber. Interessiert? Warte mal, lass mal ganz kurz kombinieren. Wir brauchen, glaube ich, den heiligen Hammer von da unten. Um die Aufgabe mit dem lebenden Fels, ich schätze mal Steingolem, der unzerstörbar ist, aber den heiligen Hammer, der schon gesagt hat, der Rober früher da, oder Loba, oder keine Ahnung mehr, so ein Viech geplättet, das eigentlich unbesiegbar ist. Das heißt, wir brauchen den Hammer, aber da ist ja die Wache. Und er wird uns jetzt einen Schlafzauber geben, ne? Versteht, was ich gerade denke? Was willst du dafür? Was willst du dafür? Jedem Magier steht bei der Aufnahme ein Wunsch zu. Mhm. Und wenn du tatsächlich die Prüfung des Feuers bestehst, dann kannst du dich dafür einsetzen, dass ich im Kloster bleiben darf. Glaubst du wirklich? Jo, mach mal, Junge. Okay, gib mir die Spruchrolle. Viel Glück während deiner Prüfung. Möge Innos dir beistehen. Aber warte mal, die Frage ist ja jetzt nur, was wir sonst einen Wunsch wünschen könnten. So steht es in den Heiligen Schriften. Genau, so steht es in den Heiligen Schriften. Auf die falschen Leute. Glaubst du wirklich? Ja. So, ganz kurz speichern. Das heißt, wir müssen. Wir haben jetzt hier den Schlaf. Warte mal, was war das hier eigentlich? So steht es. Oha. So, Schlaf. Oh, wir haben gar keinen Mana mehr. Ja, wir gehen jetzt gleich schön schlafen. Das heißt, wir müssen einfach nur. Den Typ da unten einschlafen lassen, den heiligen Hammer nehmen und dann losziehen und Platz der Steine. Ich habe absolut keinen Plan, Alter. So, oder war waren der? Hier war der, ne? Garvik. Heiliger Hammer. Wir nehmen jetzt hier den Heiligen Hammer. Aber als erstes lassen wir ihn da schlafen, ne? Gute Nacht. Hoffentlich funktioniert es. Es funktioniert! Ja, der Typ hat das auch wahrscheinlich da hinten gar nicht gesehen. Ich glaube, wir sollten erstmal jetzt hier schnell raus aus dem Kloster. Nicht, dass irgendjemand Verdacht schöpft. Aber die Frage ist nur, wo? Und die haben alle nur so komisch Dreckskack-Dings geredet. Also. So, warte mal. Was macht der Hammer? Schaden, Fragezeichen, benötigt die Stärke. Oh, ich kann anlegen. Das ist gut, das ist gut. Doch nicht. So, jetzt. Yes. Achso, ja. Ohne lebender Fels. Die Frage ist nur, wo? Ich schätze mal, dass einfach irgendwo in der Wildnis draußen ist. Denke ich mal. Aber nicht im Kloster, oder? Nee, ich schätze mal nicht. Oh nein, das sind wieder die Dreckskack. Geht weg! Ich will euch nicht haben. So. Sehr gut. Jo, die Frage ist ja jetzt nur, wo es jetzt lang geht, ne? Und was wir als nächstes machen? Also klar, wir können es jetzt hier suchen.
Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich lang gehen sollte, was hier für Viecher sind, deswegen. Was? Ist irgendwas versteckt? Nein? Okay. Okay, also. Hier war, glaube ich, noch ein Pfad, wo wir nicht lang gegangen sind. War das hier? Ja, man. Da ging es einfach mal lang. Da steht Novize. Diese Hühner schreien. Nee. Nee. Servus. Ist auch einer, ne? Ignaz. Was geht? Es ist geschehen. Innos hat mich erwählt. Und ich nehme teil an der Prüfung der Magie. Okay. Ich bin mit von der Partie. Ich habe die Prüfung des Feuers gefordert. Du hast was getan? Also entweder bist du ein Liebling von Innos oder völlig verrückt. Ich habe schon eine Menge verrückter Sachen gemacht. Dann werde ich das wohl auch schaffen. Innos hält seine Hand über mich. Ah ja. Deshalb werde ich diese Prüfung bestehen. Hast du Argon oder Ulf gesehen? Wir haben uns an der Herberge getrennt. Ich bin zu den Bauernhöfen gegangen und die beiden sind zusammen losgezogen. Aber wohin, weiß ich nicht. Und? Schon was herausgefunden? Da du es sowieso nicht schaffen wirst, kann ich es dir auch sagen. Bro. Spare dir deine Suche bei den Bauernhöfen. Dort gibt es nichts, was dich weiterbringt. Okay. Vielleicht können wir zusammenarbeiten. Vergiss es. Diese Mission werde ich alleine schaffen. Du wärst mir nur ein Klotz am Bein. Was? Weißt du etwas von einem lebenden Fels? Nein. Hat dir Serpentes diese Prüfung gegeben? Ja, warum? Ich könnte mir vorstellen, was er meint. Du wärst nicht der Erste, der an dieser Prüfung gescheitert ist. Wo genau finde ich diesen lebenden Fels? Folge einfach immer diesem Weg. Aha. Es ist ein ganzes Stück. Dann kommst du an einem Fluss vorbei. An einem Fluss? Geh einfach den Weg weiter den Berg hoch. Da oben muss es irgendwo sein. Wenn du über eine Brücke kommst, bist du zu weit. Aha, okay. Wenn du überhaupt so weit kommst. Mehr werde ich dir nicht verraten. Schließlich ist es deine Prüfung. Die Frage, ne? Der hat uns gerade schon dumm angemacht. Das ist ja sozusagen ein, wie nennt man es, ein sollen wir den umklatschen? Weiß nicht, er ist ja eigentlich theoretisch hier so ein Gegner jetzt von uns. Und wir speichern mal. Na was? Okay, ich glaube, wir schaffen den. Dann haben wir nämlich einen. Oh mein Gott. Heilige. Leg dich nie wieder mit mir an. Bro, sind wir tot? Okay, der tut anscheinend nicht einen nicht bewusstlos schlagen, sondern direkt töten. Das heißt, jetzt geht's ab, Alter. Na warte, du Mistkerl. Komm ran, Junge. Der macht zu viel Schaden. Ich krieg den frei, gell? Ein Hit und ich bin tot, ne? Komm schon! Leute, sehr spannender Fight hier. Nein! Ugh.
Komm schon. Jawoll! Alter Schlüssel. Truhenschlüssel. Truhenschlüssel. Okay, der ist tot. Nice, Leute. Wir haben jemanden aus dem Weg geräumt. Sehr schön. Ja, da chillt irgendeiner. Es geht bei dir. Hey. Dragon. So weit von zu Hause noch unterwegs? Hier draußen musst du vorsichtig sein. Besonders, wenn du alleine unterwegs bist. Was machst du denn hier draußen? Naja, die Taverne ist mir zu teuer. Deshalb habe ich mich hier niedergelassen. Die vorherigen Bewohner brauchen es anscheinend nicht mehr. Wer waren die Bewohner dieses Lagers? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwelche Jäger. Vermutlich ist es ihnen hier draußen zu gefährlich geworden. Mhm. Ist es hier draußen nicht zu gefährlich? Naja, nicht, wenn man sich verteidigen kann. Meine Armbrust hat mir schon so manchen guten Dienst erwiesen. Besonders groß ist sie ja nicht. Aber tödlich, wenn man weiß, wie man mit ihr umgehen muss. Ich hatte schon mal eine größere. Die ist mir leider abhanden gekommen. Ich hatte mich zu weit nach Norden in die Berge vorgewagt. Lass mich raten, ich muss es gibt finden. Dort einen großen Steinkreis mit einem Opferaltar. Als ich dort oben Scavenger jagte, kamen diese ekelhaften, untoten Wesen aus dem Wald und griffen mich an. Untote? Alles klar? Alles, was ich noch tun konnte, war, um mein Leben zu rennen. Dabei ist mir meine Armbrust aus der Hand geglitten. Ich wette, sie liegt noch heute da oben bei dem seltsamen Steinkreis im Norden. Mhm. Kannst du mir was beibringen? Bevor ich dir was beibringe, musst du erst mal geschickter werden. Ah, okay. Jo, also ich plündere dir hier mal dein Zeugs, ne? Ist okay für dich? Ja, anscheinend schon. So, Pfeile und Bolzen, sehr schön. Nein, nein. So, was ja hier, Fell. Sehr schön, Schafsfell. Kann ich dem alles wegnehmen, Wolfsfell. Oh, da liegt eine Waffe. Nagelkeule. Nice, warte, speichern. Das muss mich knacken, Alter. Rechts, nein. Links, rechts. Fuck! Sehr schön. Bergkristall. Okay, okay, okay. Ach. Perfekt. Okay. Great. Hat ihr sonst irgendwas? Kann ich dir ein Lagerfeuer klauen? Pfeile. Und einen Bogen. Kurzbogen, ja. Leo, wir haben jetzt schon 3 Kurzbogen oder sowas aufgesammelt. So. Und speichern. So, du brauchst den Schlüssel. Nee, Mann, ich kann knacken. Ich habe ja bei dem einen, beim Torben habe ich ja Schlüssel knacken gelernt. So, wait, hier kann ich hier gibt's Pflanzen. Gibt's Pflanzen? Pflanzen gibt's hier. Hier gibt's Pflanzen. Lebpflanze. Oh Gott, das sind Wölfe. Alter, verdammt. Ich weiß nicht, ob ich hier... Jo, komm, scheißegal. Wir tun... Ich weiß nicht, weil... Wir werden ja wahrscheinlich über viel Heilung brauchen. Das ist hier schwarzes Erz. Achso, das haben wir in der komischen Gruft eingesammelt. Das sind normale Wölfe. Ja. Hm. Great, ich habe eine Idee. Und zwar. Warte, nee, das ist auch scheiße. Ja, komm, wir probieren es einfach mal, da durchzugehen. Wo liegt was?
aber ich hoffe, dass es nicht allzu schwer ist. Ich habe gerade überlegt, weil wir müssen ja sowieso noch, wait, wo war's? What the fuck? Das Portal, alles klar. Ich soll ihn dabei begleiten. Warte, er will es selbst. Genau, weil wenn wir... Wir sollen den Wassermagiern begleiten. Das heißt, wir gehen mit ihm irgendwo in die Wildnis. Das heißt wiederum, wir könnten ihn vielleicht ausnutzen, um hier, ne? Durchzuschnitzen mit ihm zusammen. Oh mein Gott. Oh, das geht so schief. Oh mein Gott, Leute. Okay, oder wir könnten theoretisch auch, weil man kann ja hier, können ja in Corinus, kann man, ist ja so ein Händler, der Spruchrollen verkauft. Da könnten wir theoretisch uns umschauen, ob der irgendwelche geilen Zaubersprüche hat. Irgendwelche Feuerbälle oder sonst. Nee, nee, ich packe jetzt nicht. Jetzt machen wir, glaube ich. Da können wir dann theoretisch irgendwelche Feuerbälle bei ihm kaufen. Und Eispfeile und Shit. Und dann hier auf die Jagd gehen und den komischen Steintyp wieder suchen. Ich glaube, es wäre nicht sinnvoller, weil wir haben zwei Wölfe und wir sind fast tot. Und ich beende hier auch dann direkt die Folge. Wir sehen uns wieder. Sind wir auf dem Weg nach Ruinesend, meine lieben Freunde. Tschüss, bis zum nächsten Mal.